Während Moderatorin Charlotte Würdig zwar kein Problem damit hat, öffentlich aufzutreten, hält sie ihre zwei Söhne lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Umso mehr überraschen die neuen Aufnahmen. Zwar bekommen wir ihren Nachwuchs hier auch nicht zu sehen, aber immerhin erhalten wir einen kleinen Einblick in das Leben des Trios. Charlotte macht gerade Urlaub in ihrer Heimat Norwegen. Nicht gerade ums Eck von Berlin, wo die 43-Jährige zu Hause ist. Und so zieht sich der Roadtrip bis zu 36 Stunden in die Länge. Uff, kein Wunder, dass das ganz schön nervenaufreibend ist, vor allem mit zwei Kindern im Gepäck. Gerade dort angekommen, überlegt sich die Mama eine Notlüge, um einmal kurz durchzuschnaufen. Ja, ich komme gleich raus, ja? Okay, Kids? Genau, ihr könnt ein bisschen spielen, ich komme dann gleich. Mhm. Ja, ja. Mama muss kurz was im Auto checken. Die Airbags muss ich mal kurz checken, ja? Ach ja, was tut man nicht alles, um mal zwei Minuten für sich zu haben? Kaum ist sie aus dem Auto raus, folgt die nächste Herausforderung. Im tiefen Schnee geht es den Berg hoch, doch das Trio hat es geschafft. Für dieses Winter Wonderland haben sich die Strapazen doch mit Sicherheit gelohnt.